Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich habe heute ganz viele News für euch dabei, und zwar die ganzen Herbstneuheiten an Sonnenbrillen. Möchte euch da mal ein bisschen Überblick geben. Es ist in Deutschland vor allem überwiegend so, dass nach dem Sommer sehr wenig Neuheiten an Sonnenbrillen präsentiert werden. Bei uns läuft das immer ein bisschen anders da. Wir gehen da den Trend mit, wie das auch die südlichen Länder machen. Wir haben auch im Herbst Neuheiten, wir haben im Winter dann nochmal die Neuheiten von den ganzen Labels und dann natürlich klassischerweise dann im Frühjahr und im Sommer. Wir starten erstmal mit den Unisex-Modellen, und zwar habe ich da drei richtig coole Brillen dabei von Retro Super Future. Ist ein Label, was wir eigentlich schon sehr lange im Shop haben. Ist im letzten Jahr so ein bisschen abgeflacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Da haben mich die Modelle nicht mehr so überzeugt. Aber die Neuheiten, die jetzt rausgekommen sind, sind richtig krass. Geile Farben dabei, geile Modelle dabei. Und auch die Preislage ist super. Liegen bei 175 Euro. Wir starten mal mit dem Modell Sacro. Das ist hier diese Rectangular schwarze Sonnenbrille. Geht so ein bisschen in den Style von der Kaleos Barbarella, die ich euch schon öfters gezeigt habe. Ein kleines bisschen teurer, hat hier die Golddetails auch hier nochmal so am Bügel. Echt eine coole Brille, relativ schmal, also Mikrosonnenbrille. Das ist natürlich auch der Trend jetzt im Herbst, also da hat sich jetzt wenig getan, dass man jetzt sagt, es kommt im Herbst ein ganz neuer Trend. Und ja, das Brille Nummer 1 Retro Super Future Sacro. Zum Vergleich das Modell Augusto. Finde ich persönlich noch einen Tick stärker. Vor allem gibt es da noch eine zweite richtig geile Farbe. Das ist so ein transparentes Grau mit einem blauen Glas. Hab das Muster jetzt leider nicht hier dabei. Blend euch aber das Bild, hier gleich nochmal ein. Brille ist auf jeden Fall im Shop. Augusto, wie gesagt, ist etwas größer von der Scheibe. Ansonsten sehr ähnlich. Auch die goldenen Details. Hier das Retro Super Future Logo auf der Seite. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Jetzt müsst ihr die Kameras drin haben. Und als dritte Brille die Lira, die ist ein bisschen spezieller, weil die ist ganz leicht Cat-Eye, nach oben so ein bisschen ausgestellt, ebenfalls hier in der schwarzen Variante, und die gibt es dann auch noch in der Farbe wie die bei der Augusto, was ich euch eben gesagt habe. Hier ist der Unterschied, die ist so ein bisschen nach innen ausgefräst, also ein bisschen aufwendiger gemacht. Vom Style her geht das so ein bisschen in die Off-White-Richtung oder auch in die Louis Vuitton-Brille, aber von der Form her doch anders. Okay, das waren erstmal die drei Retro Super Future Modelle. Okay, kommen wir von den Retro Super Future Sachen jetzt in eine bisschen andere Preislage. Fangen wir an mit einer Neuheit von Gucci, und zwar das Modell 669S. Hat so einen krassen Vintage-Touch, so ein ganz alter Braunton, und auch die Glasfarbe, finde ich, ist richtig geil geworden. Ich finde, es ist ein Unisex-Modell, also die hat schon ein bisschen Schwung hier oben drin. Aber ich setze die mal gerade auf. Ich finde, die kann man als Mann schon auch tragen. Glastönung finde ich ist richtig cool. Und auch hier so diese kleinen Details da an der Nase. Die hellen Stege. Schon sehr cool. Zum Vergleich. Vom Style her geht das schon ein bisschen in die Richtung. Zwei neue Jacques Marie Marche. Molino und Fellini. Auch sehr coole Tönungen. Relativ hell. Gerade hier die Fellini finde ich richtig krass. Super angenehm zu tragen. Oder die Molino ist dann ein bisschen klassischer und auch dann ein reines Herrenmodell, ein bisschen markanter. Und zu guter Letzt, auch im Braun, ganz anderer Style von Andy Wolf. Das ist das Modell Berthe. Ein sportliches Shield, also eine durchgehende Scheibe, extrem groß. Ganz andere Richtung jetzt wie die Mikrosonnenbrillen. Aber auch cool gemacht. Bei der nur beachten, die kann man nicht verglasen, weil die hat von hinten dann eine komplett durchgehende Scheibe. So, zurück von der Andy Wolf, nochmal hin zu Jacques Marie Marche. Da habe ich noch ein anderes neues Modell dabei, und zwar Eldorado, sollte euch allen bekannt sein, die randlose Brille, die auch Justin trägt. Da habe ich jetzt ein anderes Modell noch, und zwar die Yuma. Ein bisschen andere Glasform in zwei verschiedenen Farben. Das ist einmal die Antique-Variante, also Silber mit Golddetails, ganz helle Glastönung. Auch richtig krass. Unterschied gegenüber der Eldorado. Die hat halt hier oben nochmal so den Steg hier durchgehend. Ansonsten auch 4 mm Glasdicke. Die ganzen Details, wie ihr es von der Eldorado kennt. Oder mein Favorite, Farbe Altan. Gold mit dem lila-blauen Glas. Richtig cool. Selbe Preislage. Also da sind wir schon dann im Endbereich bei uns bei 935 Euro.
und wie auch alle anderen Jacques Marie Marsh Modelle natürlich super limitiert. Kommen wir von den Brillen jetzt in den Damenbereich, also reine Frauenbrillen, wobei ein Modell habe ich eigentlich noch dabei, was unisex ist, fangen wir mit denen an. Bottega Veneta, generell ganz, ganz neu bei uns im Shop, haben wir erst so seit 2-3 Wochen. Eine richtig coole Pilotenbrille in dem Gold hier oben mit dem schwarzen Steg. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet, so die ganzen Details, auch die Etuis aus dem Leder passen zu den Taschen von Bottega. Also die sind echt sehr cool gemacht und die Preislage ist auch sehr gut. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte wieder unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr die direkt mal im Shop abchecken. Also Nummer 1, setzt die gerade nochmal auf für euch, die Bottega Pilotenbrille. Jetzt kommen wir aber dann wirklich zu den reinen Damenmodellen und wir bleiben vorerst bei Bottega. Wir starten mit dem aktuellen Kampagnenmodell, ist das Modell 1005S. Ich persönlich finde hier diese helle Farbe, so einen Honigfarbton, am allercoolsten. Finde ich richtig geil. Ich habe aber noch die anderen beiden Farben dabei. Einmal eine klassisch schwarze, auch mit den goldenen Details, das Bottega-Logo hier an der Seite. Oder was ich auch cool finde, ist hier die marmorierte. Die ist schon ausgefallen, aber halt nicht ganz so krass, weil die Farben relativ dunkel gehalten sind. Also das sind die drei Farben von der 1005S. Zum Vergleich eine bisschen mehr Cat-Eye-Form, bisschen größer. 1030S ebenfalls einmal in dem Honigfarbton oder dann in Schwarz. Also die Sachen sind alle jetzt sofort lieferbar und ist die ganz neue Herbstkollektion von Bottega. Zu guter Letzt, die krasseste aus der Serie, muss ich gerade nochmal schauen, 1056S. Die ist natürlich schon sehr abgespaced. Also hier oben Metallrand, unten Kunststoff, der Bügel auch aus Metall. Fühlt sich richtig hochwertig an, hat aber auch ein bisschen Gewicht. War das Laufstegmodell auf der Bottega Show schon richtig krass. Gibt es in zwei verschiedenen Farben. Müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ein absoluter Eyecatcher. Und nochmal zurück zu Gucci, da habe ich auch noch was Geiles dabei, wo wir sehr, sehr lange drauf gewartet haben und der krönende Abschluss dieses Videos. Diese Oversize runde Brille mit den Gucci Ohrringen. Ihr könnt diese Ohrringe, ich versuche es mal einzufangen, sind mit so einem kleinen Haken hier eingesetzt. Ihr könnt die auch ein bisschen weiter nach vorne setzen, dass ihr sie im Prinzip hier vorne wie eine Brillenkette hängen habt. Ihr könnt die auch ganz hinten hier ins Bügelende einsetzen. Dann habt ihr halt den Look, dass sie richtig hinter den Ohren wie ein klassischer Ohrring halt runterhängen. Richtig geiles Modell. Es gibt zwei verschiedene Formen. Einmal die runde und einmal die eckige. Und wem es zu viel ist, ihr könnt natürlich auch die Ohrringe von der Brille abmachen. Ja, das waren die ersten Herbstneuheiten, die eingetroffen sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal gerne in den Kommentare, was euer Favorite ist. Lasst mir einen Daumen da, wie immer. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.